Herzlich willkommen zurück bei Feuer und Filme und wie angekündigt, jetzt auch meine 10 Most Wanted Filme für 2021. Eine Liste, die ich jetzt letztes Jahr ja auch schon aufgestellt habe für 2020. Wie ihr vielleicht wisst, gab es einige Filme 2020, aber nicht so im Kino wie geplant. Deswegen wird sich hier vielleicht einiges doppeln mit der Liste. Aber es gab auch einige Sachen, auf die ich erst im letzten Jahr nach und nach aufmerksam geworden bin, auf die ich mich sehr freue. Schreibt mir gerne in die Comments, auf welche Filme ihr euch besonders freut. Es ist natürlich auch nicht ganz so leicht, weil es gab viele Filme, die 2021 ursprünglich ein Startdatum hatten. Und dann auf 2022 verschoben wurden, auf unbestimmt verschoben wurden. Beispielsweise The Batman mit Robert Pattinson ist, glaube ich, jetzt ein 2022-Film. Der wäre hier drauf gewesen, ist er nicht. Ich mache jetzt alles so, wie es aktuell ist, wie die Startdaten aktuell irgendwie kommuniziert wurden von den Studios. Da wird sich mit Sicherheit 2021 noch einiges ändern. Aber jetzt erstmal 10 Filme, auf die ich mich besonders freue. Auf der 10, Mission Impossible 7. Ja, es soll im November 2021 tatsächlich ein neuer Mission Impossible Film rauskommen. Die Mission Impossible Filme waren für mich tatsächlich erstaunlich gut, immer, bis vielleicht auf der zweite und so weiter. Eigentlich ab dem dritten von J.J. Abrams war das immer sehr, sehr, sehr gut gemachtes, spannendes Action-Kino. Auch den letzten Fallout fand ich ziemlich gut. Für mich könnte die Reihe inhaltlich ein paar neue Wege gehen, mal ein bisschen was anderes sein als immer der gleiche Tom Cruise jagt den Doomsday-Device-Plot. Aber allein inszenatorisch von der Action sind das Actionfilme, auf die man sich in meinen Augen immer sehr freuen kann, weil sie tatsächlich da immer sehr viel bieten, eben auch weil Tom Cruise da tatsächlich auf verrückte Weise immer neue große Stunts versucht. Das finde ich immer sehr spannend. Auch der siebte Film wird von Christopher McQuarrie sein, der auch den sechsten und fünften inszeniert hat. Also sehr viele gleiche Schauspieler treten auf. Zum Beispiel Rebecca Ferguson kommt zurück, Ving Rhames etc. Also die Mission Impossible Filme sind seit Teil 5 eigentlich fast sowas wie Marvel irgendwie, ein neuer Film mit einem gleichen Stil etc. Da bin ich auch gespannt, was das Team erneut machen kann. Auf der neuen James Bond, keine Zeit zu sterben. Mal schauen. Angeblich kommt der Ende März jetzt hier ins Kino in Deutschland. Sehe ich jetzt noch nicht unbedingt die große Möglichkeit drauf, ob der Film nochmal verschoben wird, ob er vielleicht tatsächlich auf dem Streaming-Service rauskommt und gleichzeitig im Kino in Amerika zum Beispiel, wo es halt geht. Ja, wie auch immer er rauskommt, ich freue mich nach wie vor auf den Film, auch wenn ich Spectre nicht sonderlich gut fand, ist das tatsächlich ein Film, wo ich hoffe, dass sie diese ganzen Daniel Craig-Filme, die mir insgesamt, vor allem Casino Royale am Anfang, sehr, sehr, sehr gut gefallen haben, vernünftig abschließen, einen spannenden Film draus machen und ja, ich freue mich einfach immer auf einen Bond-Film, auch wenn ich die alten nicht so gut fand und ich mochte ja gerade die neue Ausrichtung mit Daniel Craig sehr gern, also nach wie vor gespannt, mal gucken, wo man ihn sehen kann, ich würde ihn gerne im Kino sehen. Auf der 8. Film, den ich erst vor kurzem tatsächlich irgendwie auf dem Radar bekommen habe, The Last Duel. Im Oktober zumindest soll der in Amerika rauskommen, ein Historienfilm von Ridley Scott mit Matt Damon, Ben Affleck und Adam Driver, wo es um zwei Freunde geht, soweit ich weiß, von dem der eine dem anderen aber vorwirft, dass er seine Frau vergewaltigt haben soll. Und daraufhin lassen sie sich auf ein brutales Duell untereinander ein. Und das Ganze ist halt ein Historienfilm von Ridley Scott. Da kennt man ja mit Gladiator oder Exodus und so weiter schon so ein paar Vertreter auch. Ich bin ein Freund von Sandalenfilmen, von Ritterfilmen etc. Davon gibt es ja sehr, sehr wenig. Und es gibt gefühlt immer weniger davon. Es gab Anfang der 2000er eine Zeit, wo sehr viele davon rauskamen. Ich gucke sie mir gerne an. Der Cast klingt toll, die Prämisse klingt interessant. Warum nicht? Bin ich gespannt drauf. Auf der 7 der neue James Gunn-Film The Suicide Squad, der irgendwann 2021 erscheinen soll. Soweit ich weiß, gibt es jetzt noch kein finales Release-Datum für den Film. Wahrscheinlich so zweite Hälfte, würde ich mal schätzen, irgendwie. Ja, eine neue Verfilmung von The Suicide Squad. Nicht unbedingt ein Sequel zu Suicide Squad von DC, aber auch nicht wirklich kein Sequel, denn Margot Robbie, Jay Courtney, Joel Kinnaman, Viola Davis, allesamt Schauspieler, die schon Rollen in dem ersten im Suicide Squad gespielt haben, kehren für den Film zurück und bekleiden auch nochmal die gleichen Rollen. Margot Robbie wird eine Harley Quinn spielen, etc. Es ist aber immer noch nicht ganz klar, spielt der Film im DC-Universe mit Batman wie Superman und Wonder Woman? Ich schätze mal nicht. Oder fällt der Film einfach komplett irgendwie so komplett aus dieser gesamten Reihe heraus und macht so sein eigenes Ding, was ja auch daran vermuten lässt, dass der Film, so wie James Gunn jetzt letztens bestätigt hat, auch R-rated sein wird, also hier ab 16 oder gar ab 18, wer weiß.
Und darauf freue ich mich halt. Ich freue mich auf eine Comicbuchverfilmung, die ganz anders ist, ganz wild ist, ganz verrückt ist, die mit allen Regeln irgendwie bricht, so wie es das Suicide Squad ja auch irgendwie machen soll. Das sind tolle Schauspieler, das ist eine tolle Prämisse. Schon der erste Suicide Squad hatte viel Potenzial. Ich hoffe, James Gunn kann das ausschöpfen von den Dingen, die er aber sonst immer so gemacht hat. Glaube ich da fest dran, bin ich sehr gespannt drauf. Auf der 6, The Green Knight. Ein Film, von dem ich vor einiger Zeit gehört habe, den ich unheimlich spannend finde, wo auch ein erster Trailer schon rauskam und die Bilder und die Inszenierung sehen sehr, sehr, sehr ästhetisch aus. Letztendlich eine Story, die sich bei der Artus-Sage bedient. Es geht um den Neffen von König Artus, gespielt von Dev Patel, der sich, um sein Image, soweit ich weiß, wiederherzustellen, auf die Suche nach einem riesengroßen grünen Ritter macht, um den zu besiegen. Und allein vom Poster und der Szenerie etc. Sieht es unheimlich ansprechend aus, sehr arthausig irgendwie, aber so ein bisschen stilistisch ähnlich wie jetzt, sagen wir mal, The Witch oder irgendwie sowas in der Richtung, so dieses Medieval Arthouse-Style-Ding. Das finde ich sehr spannend. Regie geführt hat hier David Lowery, der auch A Ghost Story gemacht hat mit Casey Affleck damals. Auch ein sehr eigenwilliger, ästhetischer, sehr sensibler Film irgendwie auch. Auch deswegen freue ich mich auf The Green Knight, weil ich hoffe hier schon, dass das ein Film ist, der vielleicht nicht nur prätentiös herkommt, sondern tatsächlich auch viel Herz und Emotionen in sich trägt. Und wie ich ja schon angekündigt habe, ich mag Ritterfilme, also bin ich gespannt. Auf der 5 ein Film, wo ich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran glaube, dass er wirklich 2021 kommt, und zwar der vierte Matrix-Film. Der wurde für 2021 angekündigt, ähnlich wie zum Beispiel The Batman und so weiter, aber im Gegensatz zu The Batman noch nicht auf 2022 verschoben, zumindest meinem aktuellen Wissen nach. Und darauf bin ich schlichtweg gespannt, nicht weil ich unbedingt glaube, dass der Film grandios wird, weil ich meine, The Matrix Reloaded und Revolutions waren in meinen Augen nicht schlecht, aber höchstens okay. Und ich weiß auch nicht, inwiefern man die Story fortsetzen soll, aber da kommt genau mein Interesse rein. Die ganzen Schauspieler wie Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss kehren zurück. Und der Film spielt so unheimlich nach Matrix, wird so spät nach den Matrix-Filmen produziert. Unsere gesamte Welt hat sich technologisch so stark verändert. Da bin ich wirklich gespannt, was die Wachowskis da irgendwie draus spinnen können. Entweder wird es eine Katastrophe oder sie haben echt ein paar coole Ideen. Aber einfach aufgrund dieses, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie ein vierter Matrix-Film wirklich aussehen soll, weckt bei mir ein unheimlich großes Interesse. Und sie haben mit dem ersten ja gezeigt, dass sie es drauf haben, grandiose Filme abzuliefern. Also, fingers crossed, bin ich gespannt drauf. Auf der 4, wo ich vorher schon von The Witch gesprochen habe, The Northman von Robert Eggers. Ein sehr eigenwilliger Regisseur, der The Witch gemacht hat und The Lighthouse 2019. Ich freue mich auf jeden neuen Robert Eggers-Film. Ich fand zwar beide Filme nicht unheimlich perfekt, aber sie bieten auf jeden Fall immer eine unheimliche, dichte, düstere Atmosphäre, eine ganz spannende Art zu inszenieren und ganz, ganz tolle Geschichten irgendwie. Und dass Robert Eggers ein Faible hat oder ein Händchen vor allem für tief atmosphärische Filme, hat er zweimal extrem bewiesen, und The Northman, damit, mit dem Film begeben wir uns sozusagen ins 10. Jahrhundert nach Island, wo ein Wikinger nach Rache sucht, weil jemand seinen Vater ermordet hat. Und das ist wieder eine sehr simple Geschichte, ähnlich wie The Lighthouse 2. Lighthouse-Wärter auf einer Insel werden verrückt so ein bisschen, aber das sind genau diese dünnen Rahmen irgendwie, die Robert Eggers mit unheimlich viel Atmosphäre und Tiefe irgendwie schmücken kann. Der Cast, Anya Taylor-Joy, Alexander Skarsgård, ganz tolle Leute irgendwie auch dabei. Ist für mich ein Film, der mit Sicherheit auch wieder einiges an, naja, ich sag mal, Arbeit verlangen wird, dass man sich da reingräbt irgendwie und so ein bisschen diese Ruhe, die seine Filme auch immer versprühen, wie aufnimmt. Aber das ist auch ein Film, den will ich unbedingt im Kino sehen, bin ich extrem gespannt drauf, freue ich mich mega. Auf der 3 Nomadland mit Frances McDormand von der Regisseurin Chloe Zhao. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Die hat den Film The Rider gemacht und wird sich auch verantwortlich zeigen für The Eternals, den Marvel-Film. Ein Film, der bereits 2020 auf verschiedenen Festivals lief und der auf Metacritic der bestbewertetste Film des Jahres war 2020. Da habe ich unglaublich viele tolle Kritiken drüber gelesen, und der kommt Mitte März auch zu uns scheinbar ins Kino. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Ist ein Film, wo Frances McDormand eine Nomadin spielt, die mit ihrem Trailer durch Amerika tourt und so ihr eigenes Leben irgendwie durchzieht und irgendwie immer auf der Suche ist nach so Tagesjobs. Und das Besondere im Film ist wohl auch, dass viele der auftretenden Figuren echte Nomaden sind. Ich weiß jetzt nicht, ob die wurden wahrscheinlich nicht gegen ihren Willen gefilmt, aber die Leute, die hier auftreten, mit denen Frances McDormand sich unterhält etc. und spielt, sind echte Nomaden, und sie hat auch ein echtes Nomadenleben geführt. Und scheinbar vermittelt der Film dadurch eine unheimliche Realitätsnähe. Ist jetzt kein Thema, was mich direkt irgendwie unglaublich anspricht, aber mit den Reviews im Rücken und den tollen Leuten im Rücken bin ich sehr, sehr gespannt.
Auf der 2, ein Film, der schon letztes Jahr von der Liste war, der neue Edgar Wright-Film Last Night in Soho. Ein Film, der April 2021 jetzt endlich ins Kino kommen soll. Ein Film, auf den ich mich schon unheimlich lang freue. Ich freue mich auf jeden neuen Edgar Wright-Film. Edgar Wright, der Regisseur der Cornetto-Trilogie um Shaun of the Dead zum Beispiel. Oder jetzt auch letztens Baby Driver. Eigentlich ein Regisseur, der immer sehr lustige Filme gemacht hat. Ein Regisseur, der Unheimliches versteht, Rhythmik und Schnitt in einem Film zur Perfektion zu bringen. Edgar Wrights Filme sind immer sehr, sehr, sehr toll inszeniert, sehr rhythmisch inszeniert. Die haben alle so einen richtig geilen Rhythm halt in sich drin. Tolle Musikauswahl. Scott Pilgrim zum Beispiel ist ein Film, der lebt da unheimlich von. Und Last Night in Soho ist Edgar Wrights erster wirklich ernster Film. Es ist ein Horror-Thriller um eine junge Frau, gespielt von Anya Taylor-Joy, die irgendwie ins London der 1960er Jahre zurückreist. Und dort, glaube ich, auf einen Mann trifft, dem man nicht so ganz vertrauen kann. Edgar Wright hat gesagt, dass er sich hier vor allem atmosphärisch bedient hat bei Filmen wie Wenn die Gondeln Trauer tragen von Nicolas Roeg, was Horrorfilme sind, die nicht unbedingt viel mit Geistern oder sowas zu tun haben, sondern die mehr über eine sehr bedrückende Atmosphäre innerhalb einer Stadt so eine Form von Unwohlsein rüberbringen. Und ich glaube, Edgar Wright kann das ganz, ganz toll. Wenn das hier alles so funktioniert, wie Wright sich das vorgenommen hat, wird das sicher einer der besten Filme des Jahres. Und ich glaube, dass er das schaffen kann. Deswegen, ich freue mich. Und auf der 1, daran hat sich nichts geändert. Dune, der neue Film von Denis Villeneuve, Literaturverfilmung von dem berühmten Wüstenplanet-Roman von Frank Herbert, der jetzt im Oktober 2021, soweit ich weiß, ins Kino kommen soll. Ein Film, den ich nicht auf irgendeinem Streaming-Service sehen möchte, auch in HBO Max das scheinbar anbietet, was ja sehr viel Kontroversen hervorgerufen hat in Hollywood. Das ist ein Film fürs Kino. Ich habe Blade Runner 2049 verehrt. Denis Villeneuve kann unheimlich tolle Science-Fiction-Filme machen. Die Vorlage von Dune habe ich jetzt gelesen. Das erste Buch ist sehr, sehr, sehr spannend, sehr, sehr, sehr interessant, unheimlich komplex. Der Film wird zwar nicht das gesamte erste Buch verfilmen, sondern nur einen Teil. Aber das ist ein Film, wo ich mich nicht nur von der Filmästhetik drauf freue, von der Seite, wo ich sage, hey, ich fand das Buch toll und so weiter, sondern auch einfach, Denis Villeneuve schafft es, komplette Kinoerlebnisse immer wieder auf die Leinwand zu bringen. Filme, die ich sehe und sage, wow, deswegen liebe ich das Kino. Und Dune hat alles, was das braucht, um auch ein Massenpublikum anzusprechen, aber auch viele Leute wie zum Beispiel mich, die dann sehr stark auf verschiedenste einzelne Filmtechniken achten und so weiter. Das kann, wenn das hoffentlich so weitergeht und auch ein zweiter Film gemacht wird, was ja jetzt alles auch ein bisschen in der Schwebe steht, leider mit eine ganz tolle Reihe auch werden. Die Schauspieler dahinter mit Timothée Chalamet etc. Sind für mich perfekt teilweise für die Rollen. Ich hoffe auf ein Epos, ich hoffe auf einen Film, der mich absolut transportiert und verzaubert. Sicherlich nicht die kleinsten Hoffnungen für einen Film, aber wenn es einen Film schafft, dann dieses Jahr Dune, hoffen wir, dass wir ihn im Kino zu sehen kriegen. Und das waren meine Top 10 Most Wanted für dieses Jahr. Wie gesagt, das kann sich alles noch ändern. Filme können verschoben werden. Wir wissen nicht, wie die Kinolandschaft 2021 überhaupt aussehen wird, inwieweit sie überhaupt anders sein wird als 2020. Aber wir drücken die Daumen, dass sie anders sein wird, dass wir endlich wieder tolle Filme im Kino genießen können. Schreibt mir gerne in die Comments, würde mich sehr interessieren, auf welche Filme ihr euch freut. Man vergisst ja auch immer mal ein bisschen was hier und da. Und dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Start in 2021, auch wenn wir ja schon ein paar Tage hinter uns haben. Aber macht das Beste draus, bleibt gesund. Wir sehen uns. Ciao, ciao.